So, und hier sind wieder Tim und Martin vom Elbenwald. Und wer Tim und Martin eigentlich sind, das erfahrt ihr. Jetzt. Ja, wie gesagt, Tim und Martin vom Elbenwald sind hier und wir haben überlegt, uns heute vorzustellen. Die Frage ist, wie machen wir das? Das ist eine Excel-Frage. So einfach in die Kamera labern, das macht ja jeder, oder? Wir haben es langweilig, ja. Wir sind sehr langweilig. Was kann man denn stattdessen machen? Okay, Spaß beiseite. Tim hat was zu sagen. Ja, wir machen natürlich hier keinen Filmtrailer, um uns vorzustellen. Wir sind ja keine Filmhelden, auch wenn manche von uns, manchmal so denken. Wir wollen natürlich ein bisschen was über uns erzählen. Und Martin, fang doch einfach mal an. Erzähl doch mal was über dich. Was machst du so? Also meine Hauptinteressen sind, glaube ich, schon das Filmen. Also Filme drehen, Filme schneiden, Filme gucken. Filme einfach selber gucken. Dazu gehört für mich auch in erster Linie Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter, das sind so die, und Batman, würde ich sagen. Die vier Sachen, das sind so das, wo ich sagen würde, bin ich ja am meisten Fan. Und sehe ich das auch richtig, dass du die Filme dann den Büchern vorziehst? Nee, also bei Star Wars ist es logischerweise so, dass ich halt, dass die Filme sowieso das einzig Wahre sind. Bei Harry Potter ist es so, dass ich die Bücher deutlich besser finde als die Filme. Unterschiedlich. Bei Batman, ich muss zugeben, ich habe noch nie einen Batman-Comic gelesen, aber ich finde... Noch nie? Nee, echt nicht. Comic noch nicht. Ich gebe dir mal was, das ist gar kein Problem. Bei Batman habe ich ein paar Zeit. Aber die Filme finde ich, ich sage mal, je aktueller, desto besser. Ja, okay, und also ist dein Lieblings-Batman offensichtlich Ben Affleck. Nein? Zu aktuell. Gut, dann warten wir vielleicht. Warten wir es ab. Na gut, ja, und bei mir ist es so, dass ich so ein bisschen aus der Spielebranche komme, also Videospiele offensichtlich, und da habe ich ein bisschen getextet und so ein bisschen rumgeschaut. Jetzt bin ich halt hier beim Elbenwald, wo ich auch schon vorher im Laden gearbeitet habe, in Gießen. Schöne Grüße nach Gießen. Und genau, jetzt machen wir halt hier unter anderem diesen Podcast. Also schneiden tut den offensichtlich der Martin, weil ich habe da überhaupt gar keine Ahnung. Aber Tim übernimmt den Hauptgesprächsanteil immer. Wie auch jetzt wieder merkt, wo ich das Gespräch an mich reiße. Mach es. Und ja, also was machen wir jetzt hier? Also wir überlegen uns jetzt natürlich noch ein paar Formate. Wir sind ja gerade noch so ein bisschen am Anfang. Also ein Streitgespräch hatten wir ja schon. Das wird es wohl auch häufiger geben, weil sich das bei unseren vielen Themen einfach so ein bisschen anbietet. Ne? Aber wir verraten jetzt mal ein Geheimnis. Wir streiten gar nicht. Wir streiten nicht. Es ist alles nur gespielt. Und wir möchten euch damit eine, ja, natürlich, eine Diskussionsgrundlage bieten. Damit, genau, wir, und vielleicht auch mal mit euch. Also man kann ja auch hier Leute vor Ort einladen oder besuchen. Also es gibt da jede Menge Möglichkeiten. Was auf jeden Fall schon feststeht ist, wo fahren wir nächste Woche hin? Ringcon. Wir sind in Bonn auf der... Ringcon. Ja, auf der Ringcon, ja. Große Fantasy-Messe und da wird es beim Elbenwald natürlich wieder so einen großen Flohmarkt geben. Wer schon mal da war, der kennt es mit Sicherheit. Und wir geben euch da auch in Videos mal so einen Überblick für alle, die nicht auf die Messe können, was da so abgeht und vielleicht die Stars und Sternchen des Genres. Da gucken wir dann einfach mal. Und wenn ihr noch weitere Vorschläge und Anregungen habt oder Ideen, wie auch immer, dann immer her damit. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Es dürfen auch gerne ein paar mehr sein. Mhm. Wir könnten jetzt eigentlich auch so den klassischen... Du, Martin, ich muss mal hier in den Keller gehen.
Warte, ich nehme den Fahrstuhl.